Ich bin der Flemmer Schale von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 in 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Sonntag, 19. September 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 11. 11a haben wir dann folgende Aufgabe. Wenn wir hier eine Breite haben von 3, also b gleich 3 für Breite, ja, dann sieht das folgendermaßen aus. Dann haben wir hier eine Breite von 3 und eine Höhe von 6. Das ist unser Konstrukt. Und wir haben hier die schraffierte Fläche. Das ist die, nur die äußerste. Ja, nur die Quadrate, die hier außen rum sind. Wir erstellen gerade eine Tabelle und haben dann hier für 3, also b gleich 3. Ich zeichne das schon mal. I, dann haben wir dann b gleich 4, also Breite 4. 4 Felder breit. Das ist eine Höhe von 2, 4, 8 Stück. Also 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, also auch hier wieder, was uns interessiert ist, sind die ist die schraffierte Fläche. Und unten haben wir noch eine Breite von 5. Und auch hier wieder ist die Höhe das Doppelte davon, 2, 4, 5. Also wir erkennen hier schon das erste Muster. 2, 4, 5, genau gleich auch da wieder. Also Breite 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sieht denn das aus? Also haben wir folgendes. Für B, vielleicht müssen wir das noch nummerieren, darum lassen wir hier am Anfang gerade noch ein bisschen Platz. Wir schreiben hier mal B hin und haben dann hier 3, 4, 5 als Breite. Die Höhe ist immer das Doppelte, haben wir gesehen. Also können wir hier ein H einzeichnen oder eine zweite. Ja, Ziele und Zeilen,
Ziele. Ja. Spalte. Genau. Ja, und das heisst, die zweite Spalte ist die Höhe in dem Fall. Das ist immer das Doppelte. Ja, am Anfang sind es 6 nachher. Also zuerst beim 3 haben wir 6, beim 4 haben wir 8, beim 5 haben wir 10. Also ist es immer 2 mal das B. Das können wir dann so hinschreiben. Oder wir definieren es oben als 2 mal B. Und schreiben dann hin. Ja, das haben wir jetzt entdeckt, sozusagen. Und wir können jetzt auch herausfinden, also wenn das so ist, dann wissen wir jetzt ja, wie viele graue Felder haben wir jetzt hier im ersten Fall. Im ersten Fall haben wir ja, wir zählen mal ab, graue Felder, ich nenne das G. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und auf der anderen Seite nochmal 6 Stück, ja, 3, 4, 5, 6 Stück. Das macht 12 und hier in der Mitte jeweils noch je 1 oben und unten. Also 12 plus 2, das macht 14 Stück. Beim zweiten haben wir ja auch wieder 8 auf der einen Seite, 8 auf der anderen Seite, also 2 mal 2b. 2 mal die Höhe, das macht 8 und 8, 16 und dann noch 2 dazwischen. Ja, oben und unten. Also 16 plus 4, das gibt 20. Und auch hier beim letzten haben wir das gleiche Muster wieder. Also 10 Stück in der Höhe jeweils. 10 und 10 macht 20 und dann dazwischen noch 3. 6, 26 Stück. Heisst also, wenn wir jetzt eine Formel für die graue Fläche wenden, ja, hier Formel. Für die graue Fläche, wie sieht jetzt das aus? Das ist ja jeweils, jetzt haben wir gesehen, das 2b oder die Höhe. Wir definieren es mal mit der Höhe und dann ersetzen wir das H mit dem B. Also Höhe. Oder wir schreiben es als Zahlen auf. Dann sehen wir noch ein Muster dahinter. Also 6 plus 6, das ist also 2 mal 6, also 2 mal h. Und dann merken wir, das ist 4 mal ein b. Plus, ja, das ist 3 minus, also oben 1, ja, und unten 1. Wir können dann, wir haben jetzt gesehen, es war immer 2 mal h gewesen. Also tun wir doch, schreiben wir doch das gerade richtig hin. 2 mal h plus. Und dann oben und unten 1. Beim b gleich 4 sind es ja oben und unten je 2. Beim 5 je 3. Oben und unten. Also immer das b minus 2 Element. B minus 2 Element. Stimmt das überhaupt? Können wir nachprüfen. 2 mal h ist 6. 2 mal 6 plus b minus 2, das ist, oder wir schreiben es so auf, wir haben 2 mal 6 k, ja, und plus 2 mal für oben 1 und unter 1, 3 minus 1. Beim b gleich 4 haben wir 2 mal das 8 plus 2 mal und dann das 4 minus, nicht minus 1, sondern minus 2, oben und unten. Dann nehmen wir 2 mal das 10 plus 2 mal das 5 minus 2. Und so sehen wir eigentlich, das ist doch richtig. Das kann man so verwenden. Wir können jetzt das auch für die Aufgabenstellung lautet folgendermaßen. Wenn wir 20 haben, wie sieht denn das aus? Ja? Was ist bei 20 die Höhe? Ja, 2 mal das B. Also 40. Und wie viel graue Fläche haben, also wie viel graue Quadrat haben wir in dem Fall? 2 mal was? Das 10, 2 mal das B, also 2 mal 40. Plus 2 mal und dann haben wir hier als Breite haben wir ja das 20, also 20 minus 2.
Also ist es 80 plus 2 mal 18. Und erst 80 plus 2 mal 18, das gibt 2036, also 116 Stück. 116 Stück. Gut.